Die Bundesgartenschau 2015. Ein Meer aus Farben auf einem riesigen Areal in der Havelregion. Eine der schönsten Flusslandschaften Deutschlands. Bis Oktober können die Besucher die Region und die 55 Hektar Ausstellungsfläche erkunden. Das blaue Band, die Havel, ist das Motto und der rote Faden. Der Fluss verbindet nämlich alle fünf beteiligten Orte. Das Besondere ist auch, dass wir also für die Bundesgartenschau keine neuen Territorien erschlossen haben. Das heißt, wir sind nicht auf die grüne Wiese gegangen, sondern wir befinden uns in dem Areal, wo die Menschen leben und wo wir einfach bestimmte Potenziale, die schon da waren, vor dem historischen Hintergrund unserer Bauten noch mal neu gestaltet haben. In mehr als 30 Gärten werden die neuesten Trends gezeigt. Viele orientieren sich an einem der Themen der Bundesgartenschau, am Wasser. Und das kann mit Fundstücken aus dem Fluss Havel auch weniger klassisch inszeniert werden. Auch die Pflanzenwelt der Havelregion spielt eine Rolle im Kräutergarten. Außerdem ein Schwerpunkt: Gärten auf kleinem Raum. Ich kann mit Materialien, mit Kunstwerken dort etwas schaffen. Ich brauche nicht Tausende von Quadratmetern an Gartenfläche, um einen attraktiven Garten zu schaffen. 30 Kilometer geht es mit dem Auto über Land. Auf dem Weg von Brandenburg nach Rathenow wird klar, wie groß das Gelände der diesjährigen Bundesgartenschau ist. Auch hier steht das blaue Band, die Havel, wieder im Mittelpunkt. Und der Besucher wird mit einem zweiten blauen Band überrascht, einer Kunstinstallation. Als Symbol für das blaue Band der Havel soll sich ja soweit über von Brandenburg über Rathenow nach Havelberg erstrecken. Ich glaube schon, dass über das ganze Jahr über bis Oktober eine ganze Menge zu sehen sein wird. Das ist doch reizvoll. Da gibt es, glaube ich, für jeden sicherlich so ein Highlight. Ein Highlight ist auch im nächsten Veranstaltungsort der Bundesgartenschau zu sehen. Dazu geht es wieder durch die Havelregion, von Rathenow zum 45 Kilometer entfernten Havelberg. Hier dient ein Gotteshaus als Kulisse. Das Thema Frühlingsduft und Knospenknall in der dunklen Kirche umzusetzen, war eine Herausforderung. Wir haben ca. 800 bis 1000 Lux hier in der Halle. Wir werden hier mit Gießkannen durch die Beete bzw. durch die Pflanzen gehen, durch die Kübel gehen und ganz vorsichtig wässern, weil wir auch einen historischen Fußboden haben, Holzfußboden zum Teil, aber auch zum Teil aus Stein. Und da muss man relativ vorsichtig sein, um den Fußboden nicht zu beschädigen. Auch für die Besucher ist diese Blumenschau etwas Besonderes. Es ist sehr beeindruckend, so viele Pflanzen in einer Kirche zu sehen. Das hat mir sehr gefallen. Wir sind extra deswegen hergekommen, um uns die ein oder andere Idee für zu Hause mitzunehmen. Wir haben natürlich Dauerkarten und werden die glühen lassen. Bis Mitte Oktober können die Besucher 1 Million Blumen, verteilt auf 5 Orte in der Havelregion, erleben. Immer begleitet von den landschaftlichen Themen der Bundesgartenschau, dem Wasser und der Weite.